Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Rad- und Wanderfreunde. Heute geht's auf zu einer Tagestour an der Nahe entlang bis nach Bingen. Ich fahre zunächst hier los mit dem Auto bis nach Niederhausen an der Nahe und dann über Bad Münster am Stein, Bad Kreuznach nach Bingen. Ich bin jetzt hier in Niederhausen an der Nahe und starte jetzt auf meine Tagestour. Zunächst geht's nach Bad Münster am Stein, Ebernburg. Und auch hier auf einer alten Bahntrasse. Hier an der gestauten Nahe, am Nahe Kraftwerk. Und heute ist Samstag, der 30. Mai 2020, Samstag vor Pfingsten. Hier der Streckenabschnitt zwischen Niederhausen und Bad Münster am Stein. Verläuft auf einer alten Bahntrasse. Und der Weg ist auch gleichzeitig der Nahradweg. Und dem Nahradweg hier folge ich jetzt bis nach Bingen. Hier am Kurmittelhaus in Bad Münster am Stein, Ebernburg. Und schon bin ich in Bad Kreuznach gelandet. Hier im Kurpark Bad Kreuznach an der Nahe. Ich habe jetzt die Stadt Bingen erreicht und fahre jetzt Richtung Nahe Mündung nach Bingerbrück. Mein Ziel ist erreicht hier in Bingerbrück an der Nahe Mündung. Im Hintergrund der Mäuseturm in Bingen. Ich fahre jetzt noch ein Stück zur Uferpromenade hier in Bingen und mache es mir etwas gemütlich.
liebe Radfreunde, ich habe jetzt Bingen und damit auch den Rhein wieder verlassen und bin jetzt auf dem Rückweg. Ich fahre den gleichen Weg, den ich gekommen bin, wieder zurück. Hallo. Hallo. Ja. Hast du noch geguckt, ob ich vorbeikomme? Passt doch. Nach die Brückenhäuser. Ja, ich muss sagen, hier der Ort Bad Münster am Stein Ebernburg hier an der Nahe hat auch schon bessere Zeiten erlebt. Aber vielleicht gibt es ja jetzt einen Aufschwung im Tourismus hier in der Gegend durch die Corona-Pandemie. Sind wohl einige Deutsche auch hier im eigenen Land unterwegs. Ja, und fast zum Schluss zeige ich euch noch auf der Karte meine heutige Tagestour. Gestartet bin ich hier in Niederhausen über Bad Münster am Stein, Bad Kreuznach, Retzenheim, Langenlonsheim, Münster-Samsheim bis nach Bingen. Liebe Radfreunde, bevor der Akku jetzt schlapp macht, ich bin jetzt wieder auf dem Bahntrassenradweg von Bad Münster am Stein nach Niedernhausen und verabschiede mich jetzt hier von diesem Tagesausflug. An der Nahe, ein Stück des Nahradwegs bin ich heute gefahren, von Niederhausen bis nach Bingen, wo die Nahe in den Rhein fließt oder mündet. Und liebe Radfreunde, wenn ihr noch auf der Suche seid nach einem Kurztrip, warum nicht einmal den Nahradweg fahren? Meine Empfehlung wäre, der Nahradweg von der Quelle an bis zur Mündung. Das heißt von Selbach im nördlichen Saarland bis nach Bingen am Rhein 125 Kilometer. Der erste Teilabschnitt, würde ich sagen, ist etwas hügelig. Ab Idar-Oberstein ist es ziemlich flach. Kommt einfach mal hier in diese Gegend. Sie hat's verdient.